Moin, mein du kleiner Fratz und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Soulink zusammen mit Flo. Hi. Hallo, guten Tag. In der letzten Folge haben wir den Commander besiegt. Wer war das? Mars? Nein. Mars, Snickers, irgendwie sowas in die Richtung. Atlas war es. Atlas, stimmt, Atlas. Und von genau, der andere dem Planet, haben wir die Schlüsselkarte bekommen. Und die werden wir jetzt usen, guck mal hier. Bingo! Du use die jetzt auch mal, wow, crazy. Ich use die jetzt auch, hart. Ich finde ganz cool, wie sich die Tür eigentlich öffnet. Stopp, bevor du irgendetwas machst. Ja, ja. Wie sieht es bei dir mit deinem Galopper aus? 43. Ich würde überlegen, ob wir es rauspacken. Okay. Und unsichtlos? Ja, lass mich mal gerade gucken, wie es mit den Dings aussieht. 57 Erfahrungspunkte. Okay, das ist knapp. Bis 44. Also, Tante Thorsten könnten wir noch etwas länger drin lassen. Na, dann lass uns Tante Thorsten und Galopper noch drin lassen und die beiden erstmal rausnehmen vielleicht. Okay. Habe ich beim letzten Mal gesagt, ich fühle mich sicher. So langsam. Ja, jetzt ist das Team halt wieder auseinandergebröckelt so ein bisschen. Ist nicht so geil. Ja. Aber ich habe die beiden bisher auch noch gar nicht also Pinsir bei mir. Ich komme auch aktuell komplett mit Magneton zurecht. Also so, wo bist denn du eigentlich als nächstes hingegangen, wo du den... Ja. Hä? Ist ja egal eigentlich. Also wir suchen jetzt einfach den Lapras-Dude, ne? Ich bin eine der berüchtigten 4 Rocket-Schwestern, aber nicht irgendeine, sondern die älteste. Stimmt, die Rocket-Gebrüder gab's damals. Jetzt sind es scheinbar die Rocket-Schwestern. Und wo gab's die Lichtkanone? Die hätte ich schon gern. Die Lichtkanone? Kann sein, dass die da unten war, wo du jetzt gerade bist. Okay. Ich glaube ja. Unten durch und dann sind da 5 Pokebälle im Regal und davor liegt auch nochmal ein Pokebällchen. Okay, also dann looken wir mal und rettern. Das ist euer Ernst, Alter, zu dem Zeitpunkt im Spiel, okay. Ja, kommt schon nach vorne. Wobei, jetzt habe ich Pixie noch vorne, das ist blöd, aber eine Psychokinese sollte regeln kommen. Naja, natürlich, mit Pixie kannst du sogar eigentlich theoretisch vorne bleiben. Wenn es nicht gerade dein stärkstes Pokémon ist vom Level her, so, dann solltest du vielleicht mal gucken, ob du irgendwie ein anderes Pokémon erstmal trainierst. Aber Pixie wird ja vieles outspeeden und dann, dank dem Level... Hype no! Und dann eben auch, mit der Psychokinese ziemlich guten Damage reindrücken können. Spukball reicht einfach nicht aus. 3 Pokebälle gefunden. 3? 3 Superbälle gefunden. Mega nice. Na, guck mal, ich komme von hinten hier ran an ihn. Aha, so einer bist du also. Okay, Blaser. Ich glaube, wir sollten Flo ein bisschen Privatsphäre geben. Und 3 Hyperbälle. Alter, meine Bälle schwellen an, Leute. Ja, bei dir schwellt so einiges an, wenn du von hinten kommst. Ja. Wo bin ich denn hier gerade? 8. Obergeschoss. 8. Cool. Ja. Im 8. ist auf jeden Fall die Heal Station, falls du die suchst. Wo? Also, ich geh mal ins 9. Im 8. ist die Heal Station. 9. ist auch noch nicht das letzte. Im 8. ist die Heal Station? Ja, im 8. Krass. Crazy. Wo komme ich denn hier hin, wenn ich hier rauf gehe? Ich habe Angst. Deswegen sitze ich hier blöd rum. Oh ja, hier sind diese 20 Milliarden Items. 3 Pokebälle. 20 Milliarden Items. Willkommen im 9. Stock. Du hast es ganz schön weit gebracht. Danke. Bitte. Das ist tatsächlich das, womit ich mich am meisten auszeichnen kann. Guck mal, da kannst du außen rum rennen. Ohne was? Zu kämpfen. Ach so, da unten rum meinst du? Ja. Nicht unten rum. Einmal oben rum. Achso, durch die Tür durch. Weiter. Ja, aber, komm. Ist doch nur ein Forscher mit Smog. Ja, du hast es verkaked, Alter. Verkaked. Ja, ich hab's verkaked. Es tut mir leid. Finale. Cool, läuft. Alter. Ich bin tot. Schön wär's. Hab 10 KP verloren. Schön wär. Cool, danke. Ey, du bist ganz schön toxic. Also, so gemein war ich jetzt zu dir auch noch nicht. Du bist ganz schön toxic, Alter. Toxic? Ich geb dir gleich Toxic ins Gesicht, Alter. Du bist ganz schön Bernie, Alter. Bernie, ja. Voll der Paraboy. Yo! Paraboy finde ich eigentlich echt geil. Paraboy? Ja, wenn du, ich finde, Paraboy sollte man so als Bezeichnung etablieren. Also wenn jemand so richtig langsam ist, so langsam spricht und langsam handelt und so eine Schlafmütze ist, so weißt du? Dann bist du ein Paraboy. Finde ich eigentlich ganz geil. Dann das bist du ein durch, Paraboy. Leute. Ja. Flammenwurf, Nee. Auf Ebene 9. Geil! Den Flammenwurf, den kannst du Pixie beibringen, ne? Ja. Ich kann den Tauros beibringen. Mega nice. Donnerblitz und Flammenwurf.
Kreideschrei? Ja, also, oder nach dem Kreideschrei wäre bestimmt Finale gekommen, Alter. Ich schwöre. Ich glaube, ich verlerne Donnerblitz und bringe Flammenwurf bei. Falls ein Stahl-Pokémon kommt oder so, habe ich da wenigstens was gegen. Es ist halt so mit traurig. Feuersturm spielt man wenigstens auch mal. Yeah. Im Competitive zumindest. Ja. Yeah. Ob es jetzt hier was bringen wird? Ich bleibe jetzt mal lieber nicht drin mit einem Kreideschrei-Intus, Alter. Das mache ich mal nicht. Dort traue ich mich nicht. Ich gehe einfach mal auf Nidorunko. Du kannst auch irgendwas super machen. Viele Items. Speziell dort bestimmt auch wieder eine TM. Fitzkopf regelt. Eins Superheiler. Eins? Eins Fluchtseil. Und? Wie viele Items es einfach da gibt, Alter. Was eins Sternstück. Und da oben sind nochmal zwei Bälle drin im Regal. Diese Regale, ne, die nimmt man gar nicht so wahr, aber da ist überall noch was drin. Ja. Fünf überall. Superbälle. Holy shit, Mann. Das Feuersturm. Ein Beleber. Geil, können wir wieder für was verkaufen. Und hier ist doch bestimmt was Verstecktes. Muss was Verstecktes sein. Hier sind so wenig Items. Verdammt, da war nix. Da war... Nein! Oh, er hat mich ausgetrickst. Wer hat dich ausgetrickst? Über die Self-Company übernommen. What the fuck, wer hat dich ausgetrickst? Na, der Rocketrüppel, der guckt die ganze Zeit nach links und ich dachte, der guckt stetig nach links. Aber auf einmal dreht er sich um, als ich an ihm vorbeilaufe. Geprankt hat, Alter! Das war ein richtiger Pranky-Boy, Alter. So ein Prankster. So, Magneton. Wie läuft's bei dir? Electric gegen Electric sehe ich. Mega nice. Crazy aus. Ja, ich feiere die Musik gerade im Kampf. Ist geil. Sieht crazy aus, ja. Sieht richtig crazy aus, ja. So, ich habe Linus besiegt. Mega nice. Linus? Und seine Brille ist kaputt. Ich bin mir nicht sicher, warum. Drei Hyperballs in meiner Hoss. Oh ja. So, auf Ebene 8, sagst du, war auch die Healstation? Ja. Hier rüben? Genau. Oh. Ja, muss ich erstmal reinkämpfen, ne? Wie sieht's denn aus hier? Wie sieht's denn aus? Hitzkopf ist nicht mehr so fit. Ich denke immer, bei jedem freaking Teleporter geht es zu diesem Lapras-Dude, ne? Bei jedem freaking Teleporter? Ja. Bei dem diesmal wirklich, oder? Ja, die sehen auch alle gleich aus, ne? Ist blöd. Kein Stück. Ja, die Teleporter an sich, ja. Aber ich dachte mir, ich könnte mir den Raum merken, aber scheinbar nicht so wirklich. Aber du auch eine Nase bist! Eine Nase? Bei dem war ich doch vorhin auch schon, da ging's nicht weiter. Warst du das? Weiß ich doch nicht, Alter, wo du schon warst und wo nicht. Hey, da hast du großkotzig zu mir gesagt, oh, das ist ein wichtiger Raum. Ja, war's ja auch. Fast. Übel wichtig. Neuntes Obergeschoss bin ich weiterhin, okay. Das ist nur billig. Dann geh ich mal ins Zehnte. Ich glaube, das Zehnte könnte das Letzte sein. Jawohl. Du bist das Letzte. Da ist Giovanni. Da ist Giovanni. Was ist das, Knuddler? Hast du gerade Knuddler eingesetzt? Alter, was ist los mit dir? Wer bist du denn und was willst du hier? Entschuldigung, habe ich verlaufen. Eigentlich wollte ich zu Giovanni, ich weiß, ich komme hier nicht lang, weil da Wände im Weg sind, weil das ein super merkwürdiger Aufbau ist, weil man einfach zu diesem Raum nur mit Teleportern kommt. Ist schon ein komisches Bürogebäude, dass man da nur mit Teleportern hinkommt. Ja, vor allem ist es halt so ein Zimmer einfach, ne? Da ist ja kein Fenster dann. Es ist ja mitten im Raum und zugemauert komplett. Du kommst nur mit Teleporter dahin. Ja. Was ist eigentlich los? Muss halt so. Ja. Ja. So. Und der Rüppel hier oben hat gleich drei Pokémon auf einmal. Der muss important sein. Der beschützt irgendwas. Ich sehe es schon kommen. Der beschützt bestimmt irgendwas. So. Oh, als ob der Psy-Strahl verwirrt. Are you fucking serious? Are you fucking kidding me? Okay, Traumado ist down. Oh, ein Beleber gefunden. Richtig nice. Ja, Beleber ist wichtig. Delicious. Und ein Zubat. Ich hätte gerne den Flammenwurf. Das ist auch sehr delicious. Oh, Zubat ist delicious. Da drückt man gerne in den Donnerblitz ein. Für jeden. Ein Hyperheiler. So, da ist irgendwo der Flammenwurf, glaube ich, oder? Das müsste Ebene 9 sein. Das ist Ebene 9, das ist korrekt. Ja, da wo drei Items sind. Genau, da. Right. Ja, kommst nicht durch. Ich meine, du wurdest früher häufiger in Spins gesteckt, aber... Ich? Mittlerweile bist du... Ja, natürlich. Ja, aber nur, weil ich da so optimal reinpasse. Ja. Das dachten sich die Mobber wahrscheinlich auch. Ja. Möglicherweise hat er noch anderes dafür gesprochen, wie dein Gesicht, aber ja, abgesehen davon. Was? Das ist aber nicht in Ordnung jetzt, Alter. Entschuldigung. Kommst du jetzt mit einem fetten Final? Final? Ja, das wird Final machen. Dann schutzschild ich einfach mal. Das ist gemein. Ach. Das ist sehr gemein.
Brah, okay. Was ist da los? So, dann die Ebenen habe ich mehr oder weniger abgesucht. Ich gehe dann mal weiter in die unteren Ebenen wieder. Und dann müssen wir halt jetzt wirklich langsam den Teleporter finden. Wir können uns halt noch aktuell ein bisschen umsehen. Na, oh, weil nein. Es gibt ja doch noch viele zugeschlossene Räume, in denen wir noch nicht waren. Ja, also Pixie ist jetzt auch Level 43. Ich merke, es wird kritisch. Da ist halt, das Ding, weil es ein getauschtes Pokémon ist, bekommt es halt extra viele, ne? Ist es ein getauschtes Pokémon? Ja, aus Let's Go halt, ne? Ah. Aus Pokémon Go. Hä, was ist mein Pokémon eigentlich von Pokémon? Kokowai. Ah, Koko. Ah, ja, stimmt. Dafür levelt das relativ langsam. Setzt es überhaupt ein? Nö. Ja, dann. Kein Wunder. Okay, Tauros kann ich noch ein klein wenig verwenden. Also, da ist noch alles. Alles im Buddha. Top-Beleber. Ja. Mega nice. Kann man verkaufen. Ja, das stimmt. Geld ist nie verkehrt. Sonderbonbon, das ist echt nice. Das ist gut. So, ich glaube, hier, ab hier, ab dem 6. gucke ich mich mal wieder um. Und Flame. Ja, hier sind doch auch direkt nice. Türen, die entriegelt werden müssen. Mir. Ah, okay, let's go. Da ist ein Item und das catch ich mir auch. Ich bin einer der berüchtigten 4 Rocket-Schwestern. Hm, da haben wir schon 2 gefunden. Der Flammenwurf ist mir eigentlich sogar lieber als verdammte... Als der Feuersturm. Als der Feuersturm. Feuersturm ballert halt schon übel rein. Ja, aber hat auch schon gemisst halt. Ja, natürlich. Und dann wird's kritisch. Ja, hast du denn vielleicht einfach noch einen Slot neben dem Feuersturm, parallel frei, oder? Ich habe Feuerwirbel, Doppelkick und Kopfnuss. Doppelkick ist natürlich OP. Ja, ist okay, ne? Erstmal bei Pix die Gugend vielleicht. Jawohl, Alter, ich wollte mal mit der Triplette geburnt und dann kam Finale. 4 KP hat's gemacht. Ja, wie OP. Ja. Ach, der Flammenwurf ist okay. Boah, du hast da echt übelste Typenauswahl, ja, ne? Ich will das Schutzschild aber halt auch nicht wegmachen. Ja, muss aber weg. Das bringt dir ja auch nicht so unendlich viel. Gegen die Finale schon halt. Ja, als ob Finale hier viel Schaden macht gerade. Ja, hier gerade nicht, Alter. Zu weit unten. Wieder der Burn. Alter. Wieder Finale. Hä, wie OP ist denn Triplette, bitte? Ja, gerade ist die on point. Aber wie einfach hier 3 Voltoballs, Voltoballika mit Voltobälle mit Dings sind. Oh nein, da unten war noch eine Tür. Dame. Du weißt schon, dass du in den Teleporter auch wieder zurück kannst, ne? Ja, ja, ich weiß. Weil an derselben Stelle rauskommst. Ja, ja, ich weiß. Ja, wer weiß, Alter. Bei dir kann man auch denken, das ist random. Also, dass du denkst, dass alles random ist. Jeder Teleporter führt woanders hin. Ja, na klar, easy. So ist das. Man läuft einfach so lange denselben Teleporter rein, bis man dann abrastet. Ich habe mir früher sogar die Mühe gemacht. Ich habe ja mal die Gen abgezeichnet komplett. Aha. Und da habe ich auch die Teleporter beschriftet und wo sie hinführen und so. Okay. Ja, ich hatte kein Leben damals. Ich merke schon. Aber es war witzig, ganz, ganz gut. Es war witzig, Alter, drei, ganz, ganz gut. Da oben sind 3 richtig gute Items. Ja? Ja. Sternstücken, mega nice. Mhm. Immerhin Money. Immerhin. Und was haben wir hier? Ein Flucht. Nice. Und hier haben wir? Drachenpuls. Super. Alter, was gibt's denn hier für Gems, Alter? Drachenpuls, Digga. Aber ich glaube, ich habe nichts, was das lernen kann. Ich wahrscheinlich auch nicht. Doch, Tauer. Nee. Fettbauch könnte es lernen. Fettbauch kann alles lernen, Alter. Ja, gut, dann kann ich den Rest auch noch verlernen. Wobei, brauche ich Drachenpuls? Wie viele Drachen-Pokémon gibt es hier? Ja. Dagoran. Kommt dann halt noch, ne? Bei Siggi nachher kommt schon 1-2 Drachenpunkte, aber ob Simon so lange lebt, ist... Ja, dann brauchst du das ja jetzt noch nicht beibringen. So an sich. Was los? Fettbauch wird nicht so lange leben, bis wir bei Siegfried sind. Nee, das stimmt. Ich fände es schrecklich, wenn diese Gauner von Team Rocket, die Silph Company oder die Pokémon einfach so herumkommandieren könnten, wie es ihnen passt. Finde ich auch. Ja, dann mach was und sitz nicht einfach rum, du Troll. Streike wenigstens. Nein! Liegt ein Item, Alter! Da wollte ich doch Ruckzuck-Hype! Alter, jetzt geht's los. Was wolltest du? Ruckzuck-Hype. Hier wollte ich auch nochmal hin. Also okay. Da, wo ich gerade herkam. 3 Gripsbonbons. Gripsbonbons. Gut, das ist random, aber in Ordnung, nehme ich. Slimer. Nehm ich. So. Was haben wir denn hier? Tränkchen, das ist doch schön. Okay. Magneton wieder fit. Es wird jetzt langsam mal Zeit, dass wir den scheiß Teleporter finden. Ja, so langsam, ne? Okay, warte mal. Hier war ich zwar schon, hier war das mit dem Commander, aber irgendwas habe ich hier noch übersehen. Ja, doch, noch einiges. Ja? Okay.
Das war der Dude. Da war ich ja schon mehr als einmal. Ja, als ob hier hinten... Ach doch, da ist ein Item. Okay, was ist das? Nugget. Hm. Nugget. Hat sich jetzt ja nicht so gelohnt. Ach, das ist Money. Na, dann ist okay. Dann ist okay. Ja, wir sollten den Teleporter finden. Wo bin ich denn jetzt? Eine sehr gute Sache. Dritt ist okay. Ich gehe mal ins vierte. Ich glaube, da ist der Teleporter. Ich glaube, im vierten ist er. Ich werde jetzt, glaube ich, auch mal ein bisschen verschärft nach dem Teleporter suchen. Im vierten war das hier. Ach so. Dame. Wie stellen wir das am besten an jetzt? Am klügsten. Wir können ja nebenher so ein bisschen unsere Lebensgeschichten ausplaudern. Ja, wir können es aber auch lassen. Und dann riegeln hier die ganzen Türen. Hä, mega gute Idee. Ich weiß. Hier komme ich gerade her. Da wäre noch was. Da wäre noch ein Item. Da kommt man auch. Hier ist noch ein Item. Muss ich gegen dich kämpfen, bra? Kannst du bitte weggucken? Nein? Na gut. Wenn es sein muss, Alter, wenn es sein muss, dann kämpfen wir halt miteinander. Dachtest du etwa, ich arbeite für die Self Company? Ja, schön, wenn. Würde ich mal sagen. Ja. Du kleiner Gauner. Ja. Oh, hier, das sieht richtig aus. Komm. Pff, ich glaube, da war ich auch schon. Wobei ich nicht weiß, ich glaube, ich bin in den nicht reingelaufen. Oh, 35? Was ist denn jetzt los, Alter? Der ist einfach mal 2 Level höher als der Alter! Alter! Jetzt geht's ja aber los, du. Jetzt mit Level 35 legen die richtig. Deiner bestimmt auch. Los. Wenn deiner jetzt auch 35 hat, dann sind wir beide richtig. Nee, du bist ganz woanders als ich. Oh, Magneton okay. Hat der. Holy shit! Match Nidon. Da kann ich einfach nichts gegen machen. So, Level 35, wir sind beide richtig einfach. Ja. Ich setze jetzt mal ein Lichtschild. Erstmal das. Set up mal dein Lichtschild, Alter. Ja. Das Gegnerische setzt Triplette ein, okay. Kann Was man schicken machen. Wir denn dagegen jetzt am klügsten in den Kampf? Mein Tauros vielleicht mit Flammenwurf? Wäre möglich. Omelette macht jedenfalls nichts und Fettbauch würde ich da ehrlich gesagt auch nicht reinschicken. Also ja, Tauros mit Flammenwurf. Wie random einfach Magma ist gerade, okay. Magma und Magnet, das sind so übel besondere Pokémon hier gerade, die zum ersten Mal auftauchen. Die sind beide richtig. Also ich weiß nicht. Ich schwör. Was schicke ich denn da jetzt rein? Lied Wurmcore am besten, ne? Okay, bitte gib mir keinen Burn. Das wäre ziemlich nice. So, Flammenwurf, let's go. Wobei Burn wäre eigentlich egal, weil ich Flammenwurf habe. Bitte kein Burn. Alter! Es wird einfach ein Two-Hit. Hä, na easy, Alter. Tante Thorst ist so krass im speziellen Angriff. So heavy, Alter. Heavy! Das reckt alles Shit. Auseinander. Bye-bye, Thorsten ist schon. Tante Thorsten ist schon krass. Alter, die Para! Komm, Full Para. Oh, schade. Okay, so, ich muss Tante Thorsten jetzt aber auch langsam Alter! Anlegen. Der Burn. Nicht nett. Okay, dann muss ich nochmal wechseln, bitte. Oh, guck mal. Wen ich gefunden habe da oben. Wen denn? Oh, hi, na? Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Kann ich Pikachu nicht wieder irgendwie rüberklettern lassen oder so? Wäre das eine Option? Pikachu! Das ist einfach rüberklettern, Wand einreißen. Ja, wir haben doch diesen Stärkeschlag mit dabei. Ja. Also, why not? Hey, das wäre super chillig! Ja. Wie sieht's mit deinem Galopper aus von den EP? EP? Kannst du mal drauf achten jetzt? Ja, EP. Ja. Ja, ist fast kurz vom Level ab. Ja, okay, dann lass uns mal das rausnehmen. Oder? Ja, müssen wir ja leider. Also wir treffen jetzt instant auf den Rivalen, dann... Ja, aber dann können wir das immer noch reinnehmen. Also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir den jetzt bald mal treffen, aber... rennen wir erstmal nur noch mit 3 Pokémon rum. Alter. Und darunter Fettbauch, ne? Ja, Pixie muss auch raus. Ist auch fast auf dem nächsten Level ab dann schon. Ja, aber warum kämpfst du denn aber auch die ganze Zeit mit Pixie? Wie soll ich denn machen, Alter? Weiß ich nicht, mit Electric kämpfen zum Beispiel. Tangela bringt mir halt gerade gar nichts. Also gar nichts. Ja, kann ich nachvollziehen. Was nehmen wir jetzt raus? Galoppa. Oha, ich habe eine kleine Schnüfflerin entdeckt. Ich bin eine Snifflerin. Sniffler? Sniffler. Man nennt mich Emma McSniffler. Ich muss nochmal in die Krankenstation gerade. Station? Ich habe halt mit Magneton ein optimales Pokémon. Das ist einfach super gut hier gerade und es ist noch auf einem relativ niedrigen Level gewesen. Ja. Wo ich die ganze Zeit mit Magneton kämpfen konnte. Das freut mich für dich. Mhm. Ich habe da nicht so einen Luck. Ja, aber auch mir gehen so langsam dann die Pokémon aus. Und die gehen vor allem die guten Pokémon aus. Also da musst du auf jeden Fall mal
schauen, dass, also dass der Rivalenkampf nicht instant triggert, ne? Das wäre ungünstig. Das wär falls ungünstig. Wir gegeneinander kämpfen, aber. Das ist wahr. Ich denke mal schon. Team Pixie bricht. Ja, es braucht noch 1188 bis zum nächsten Level ab. Ja, dann kannst du es noch. Können wir es erstmal noch dabei haben, ja, aber kämpf erstmal nicht mit dem. Ja, das halte ich für sinnvoll. Tricky. Sonderbonbon. Ja, genau die brauchen wir gerade. Oh, du bist da. Wo warst du? Da, wo ich eben gerade bei dem Forscher war. Oh, nee. Das triggert instant. Oh, nein. Ich habe die Pokémon nicht dabei. Drei Pokémon hast du, ne? Es triggert, sobald du in den Raum betrittst. Ja, drei Pokémon habe ich dabei. Weißt du noch, wo du warst? Ja, bei, da, wo ich bei dem Forscher war. Bei der Krankenstation musst du hin erstmal. Bei der Krankenstation, ja. Okay. Auf welcher Ebene bin ich denn gerade? 7. 8 war das, ne? Die Krankenstation war auf 8, glaube ich, ja. 3 Pokémon haben wir. Ich habe 3 Pokémon dabei aktuell, ja. Aber es könnte auch Doppelkampf sein, wenn der Atlas kommt. Aber nochmal ist ein bisschen weird. Das wäre komisch, ja. Boah, 3 Pokémon noch? Und dann da oben, oder was? Genau, da hoch. Ja. Von dadurch? Da bin ich hierher gekommen eigentlich. Ja, dann muss aber in den Nebenraum. Ah, okay. Da, der Teleporter ist es. Damit 3 Pokémon, ja? Na, das kann ja was werden. Yep, aber die Folge ist vorbei, Leute. Wir werden einfach es hier mit dem Cliffhanger? Mit einem fetten Cliffhanger. Alter, bist du gemein. Nächste Folge wird. Mal gucken, was die wird. Entweder sehr cool oder sehr scheiße. Wahrscheinlich war das die letzte Folge der Soul Link. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Die vorletzte. Und tippt auf jeden Fall mal oben auf die Umfrage. Jetzt in diesem Video. Und tippt da schon mal euren Tipp ein. Werden wir die nächste Folge überleben? Ja oder nein? Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.